Ach hallo, da die Videos über das Jiggen in Norwegen auf meinem YouTube-Kanal sehr gut ankamen, dachte ich mir, ich mache noch ein Video darüber und gehe noch etwas detaillierter auf die Bestandteile, die Assist-Hooks beim Jiggen ein. Und zwar geht es im Detail um die Hakengrößen, die ich verwende, um die Schnurstärken und was brauche ich noch für Zusatzmaterial. Zunächst einmal die Gegenüberstellung, was vielen wohl noch nicht klar geworden ist, was der Unterschied zwischen einem Jig, in dem Fall eben ein Slow Jig und halt dem klassischen Norwegen Pilker. Man sieht, die Köder sind ähnlich groß. Allerdings ist dieser typische Norwegen Pilker noch 25 Gramm schwerer bei gleicher Größe. Das hängt zum einen damit zusammen, dass sie aus unterschiedlichen Materialien sind. Das heißt, hier ist eine etwas leichtere Bleilegierung bei dem Slow Jig, damit er eben auch langsamer fällt. Und das hier ist halt so ein richtiger Bleiklumpen mit dicker Stahlachse drin. Es ist halt ein Köder, der Pilker, der weniger für das aktive Fischen gedacht ist, sondern eher für das Fischen vom Boot, wo ich halt den Köder auf dem Boden runterlasse. Am besten noch irgendwie mit Makrelenfetzen das Ganze garniert und ab und zu mal eben kurz anlupfe. Ein richtiger Jig hingegen, sowohl für das Bootsangeln als eben auch vom Ufer. Der ist der Köder an sich. Das heißt, der ist nicht dazu gedacht, als Bleigewicht zu dienen und an Zusatzhaken irgendwas nach unten zu befördern, sondern er ist ein Köder, der aktiv bewegt werden muss, der aktiv fängt. Man kann das natürlich auch als Bleigewicht verwenden und auch irgendwas dranhängen. Bloß dann sieht man hier diese Formen, die praktisch vorgeben, wie sich der Jig im Wasser bewegt. Die werden damit natürlich gekillt. Das heißt, wenn ich hier einen Gummimark dran montiere, wie an diesem Köder, oder einen massiven Drilling, wie er ja oft an Pilkern montiert ist, damit zerstöre ich den Lauf eines echten Jigs. Wenn sich das hier anguckt, sieht man sehr schön die verschiedenen Kanten. Die sind halt nicht einfach als Aufmachung für den Angler, damit er es interessanter findet, sondern die beeinflussen tatsächlich, wie der Köder sich im Wasser verhält. Und man sieht in vielen meiner Videos ja, dass ich die Fische auch im Sinken schon fange. Das heißt, schon beim Sinken, durch das Flattern, was er dann unter Wasser zeigt, besteht die Möglichkeit, irgendwo einen Fisch anzusprechen und schon zum Biss zu verlocken. Wenn schließlich der Köder nach unten getaumelt ist auf den Boden und ich ihn wieder anlupfe, kann ich die gesamte Wassersäule Raubfische ansprechen bis hin zur Oberfläche und auch den Köder wieder abtaumeln lassen, um vielleicht einen Nachläufer oder sowas zum Biss zu animieren. Es ist also wirklich ein aktiver Köder, der Fische auch anspricht, die eben keine Fresslust haben, also die sich durch einen noch so leckeren Makrelenhappen an einem Pilker angeboten eben nicht verlocken lassen. Die fallen oft trotzdem auf solche Jigs herein. Ganz einfach, weil sie neugierig sind, die Fische. Und da kommen wir auch schon zum entscheidenden Thema. Die Sache hat einen Haken, nämlich welchen Haken? Ich verwende jetzt diese Blättchenhaken hier. Ein kurzschenkliger, spezieller Jigginghaken. Früher habe ich diese Öhrhaken hier verwendet. Auch spezielle Jigginghaken. Wo ist der Unterschied? Was ist der Vor- und Nachteil? Der Vorteil von einem Öhrhaken ist natürlich, dass er sich leichter binden lässt. Jeder Anfänger kriegt da irgendwie einen Knoten dran. Das ist natürlich bei einem Plättchenhaken schon ein bisschen schwerer, aber zumindest habe ich damals 1988 bei der Angelprüfung noch einen Plättchenhaken binden müssen. Sollte man kennen, sollte man, wenn nicht, lernen. Was ist denn also der Vorteil dieses Plättchenhakens gegenüber dem Öhrhaken? Ganz einfach, er ist wesentlich leichter. Das liegt schon daran, dass eben für das Öhr entsprechend auch mehr Material nötig ist, dadurch auch mehr Gewicht. Wofür brauchen wir einen möglichst leichten Haken? Ganz einfach, wie ich schon im letzten Video beschrieben habe, wird der Haken an der Assist-Schnur in das Maul reingezogen. Der Haken hier wird inhaliert. Es ist also nicht so wie bei einem Wobbler, wo der Fisch einfach den Köder an sich beißt und dann irgendwo hängen bleibt an dem Köder, sondern er saugt, besonders eben bei den Dorschartigen, er saugt den Köder an und dadurch bewegen sich diese feinen Assist-Hooks in das Fischmaul zuerst hinein, weil der Bleiköder ist natürlich wesentlich schwerer und dadurch sitzt er dann direkt auch besser im Maul drin. Bei so einem Öhrhaken wird schon das Einziehen erschwert, nicht nur dadurch, dass die Öse schwerer ist, sondern sie stört auch
bei der Inhalation. Kann außen am Maul dann hängen bleiben. So ein leichter, feiner Plattenhaken geht doch viel einfacher ins Maul hinein. Jetzt natürlich die Frage, welche Hakengröße brauche ich denn für meinen Köder? Die Faustregel lautet, dass der Haken etwas breiter sein soll als der Köder. Das heißt, wenn jetzt meine Haken an den Assist-Schnüren hier baumeln sollen, etwa in dieser Höhe, dann sollte die Hakenspitze noch leicht hervorstehen. Ganz einfach für diesen Fall, dass der Fisch den Köder tatsächlich komplett mit den Haken packt, dass er eben noch außen irgendwo hängen bleiben kann. Habe ich jetzt einen viel zu kleinen Haken, wie zum Beispiel in diesem Fall. Das ist jetzt nur mal so als Beispiel Hakengröße 2,0 für diesen Köder. Und man sieht ja ganz eindeutig, das ist zu klein. Es gibt aber auch das andere Extrem. Das heißt, viele Angler, aber auch besonders Köderhersteller, tendieren dazu, viel zu massive Haken zum Köder mitzuliefern. Eines ist dann aber kontraproduktiv für den Fall, den ich schon beschrieben habe. Das heißt, so ein massiver Haken wird natürlich auch wesentlich schlechter in das Fischmaul hineingezogen. Aber der wesentlich größere Nachteil von so einem überdicken Haken und schweren Haken ist einfach, denn ich brauche ja unglaublich massives Gerät auch, eine unglaublich steife Rute, um dann noch irgendwo wirklich einen wirkungsvollen Anschlag setzen zu können. Also, wenn ihr solche Jigs vormontiert mit Haken kauft, müsst ihr in den meisten Fällen für das Uferjiggen diese Haken austauschen und gegen meistens eben dann auch wertigere, richtige Jigging-Haken tauschen. Das nächste Thema ist die Assist-Schnur. Manch einer mag sich sagen, ich habe ja auch dicke Monoschnur, mache ich die halt dran. Aber ich glaube, man sieht schon hier deutlich an dem Beispiel, trotz des massiven Hakens, ist das eine unglaublich unflexible Verbindung und behindert den Effekt des Inhalierens und damit das Ganze hineinziehen. Also wir können hier keine Monoschnur verwenden, auch kein Stahlverfach. Wir brauchen eine Assist-Schnur. Und das ist, wie ich schon in meinem anderen Video gesagt habe, nicht unbedingt eine ganz spezielle Assist-Schnur, sondern das muss einfach nur eine hochwertige geflochtene Schnur sein. Ich verwende ja hier diese Drachenschnur. Man kann auch Leute, die übermäßig dicke Schnur vom Welsangeln vielleicht haben, eine 80er geflochtene normale Schnur verwenden. Im Falle dieses 60 Gramm Slow Jigs ist es eine 0,80er Kevlar-Schnur, die ich hier montiert habe. Und im Falle dieses Jigs hier ist es eine 0,90er Dacron-Schnur zum, na jetzt habe ich mich verhakt, zum Drachenfliegen. Bei Assist-Schnüren geht es also nicht darum, irgendwas extrem bissfestes und starres und hartes zu haben, sondern es geht darum, eine wirklich flexible Verbindung zwischen Haken und Köder zu haben. Flexibel A, wie ich schon oft schilderte, dass der Haken leicht inhaliert werden kann und B, dass der Fisch, wenn er mal gehakt ist, sich durch diese sehr flexible Verbindung nicht den Haken so leicht rausschütteln kann. Ein weiterer Unterschied zwischen dieser Monoschnur oder meinetwegen auch einem Stahlvorfach oder gar einer Wirbelkette und eben einer Assist-Schnur, einer geflochtenen Schnur ist, die geflochtene Schnur schwimmt, alle anderen Verbindungsmöglichkeiten nicht. Schwimmt bedeutet, dass es eben auch leichter ist als alles andere. Leichter ins Maul hineingezogen werden kann. Leichter ist, wenn der Köder sinkt, also der Haken ist eher immer oben, was die Hängegefahr reduziert. Daher auch aus diesem Grund eine Assist-Schnur montieren. Dann würde ich vorschlagen, montieren wir doch einfach mal einen Assist-Hook. Wie gesagt, ein Blättchenknoten, ein Blättchenhaken anbinden, das sollte man können. Ich demonstriere das jetzt hier trotzdem mal, damit auch Unkundige vielleicht das nachmachen können. Also, man nimmt einen Blättchenhaken, nimmt sich eine Schlaufe mit der Schnur, die man anbindet. Die Schnur, die zur Verbindung zeigt, also später zum Jig zeigt, die legt man schon mal pro forma vor das Blättchen. Dann wickelt man einfach um den Hakenbogen herum. 1, 2, 3, 4. Das reicht schon bei so einer dicken Schnur. Bei einer Monoschnur, wenn ihr einen Aalhaken bindet oder sowas, dann bitte auch 10 Mal. Jedenfalls steckt man dann das Ende durch die Öse
und zieht es vorsichtig zusammen. Dreht man noch die Schnur schön vor die Platte. Andernfalls, wenn man das so gebunden hat, kann es halt passieren, dass die Schnur an dem Plättchen an der Kante durchgeschaltet wird. Also immer vor der Platte. Das Ganze zieht man auch richtig schön fest. Das mache ich hier mit einer Zange, weil dafür reicht die Kraft einfach nicht. Nur aus den Fingerchen. Immer wieder richtig schön das Ganze zuziehen. Das ist auf keinen Fall, dass man später auch bei dem dicksten Fisch heruntergezogen werden kann. Ende abschneiden. Fertig ist schon der eine Haken. Man kann mit diesem Knoten auch gleichzeitig so ein paar Glitterfasern mit einbinden, wie ich hier zum Beispiel in diesem Fall gemacht habe. Das kann den Fisch, den Raubfisch, noch zusätzlich reizen, weil es sieht dann aus, als wenn der vermeintliche Beutefisch, also in dem Fall der Jig, mit irgendeiner Garnele oder sowas am Kämpfen ist oder die fressen will und abgelenkt ist. Hat aber auch den Vorteil, dass diese Fasern, wenn der Raubfisch den Jig inhalieren will, dass diese Fasern begünstigen, dass eben auch dieser Teil zuerst ins Maul gezogen wird. Weiß macht eben das Ganze leichter, hat aber auch eine größere Oberfläche noch und kann dann durch leichter auch von dem Sog in das Maul des Fisches hineingezogen werden. Was man unterlassen sollte, wozu leider viele Norwegen-Angler tendieren, ist halt das Ganze in eine Art Christbaum-Schmuckveranstaltung umzuwandeln. Irgend noch einen dicken Oktopus da drauf geklatscht. Das killt natürlich die Aktion des Jigs. Dann brauche ich keinen Jig. Dann hole ich mir einfach irgendeinen Bleiklumpen und mache da ein paar lustige Pulpos bzw. Tintenfischlein dran. Und dann hat man den gleichen Effekt. Dafür braucht man wirklich keinen Jig. Neben dem Nachteil, dass diese Gummipulpos eben die Aktion des Jigs killen und damit eigentlich unsinnig machen, sich überhaupt die Mühe zu machen, reduzieren die Dinger natürlich auch ganz erheblich die Wurfweite. Wer vom Ufer aus angelt und hat dann am Jig noch solche Pulpos montiert, Tintenfische, Entschuldigung, ist Spanisch, am besten noch zwei davon, der verliert ganz locker mal 10, 20 Meter an Wurfweite. Weiter mit dem Binden von dem Assist-Hook. Beziehungsweise in dem Fall möchte ich einen Double Assist-Hook binden. Also das heißt, zwei Haken an einer Schnur montiert. Erstmal länge ich die Schnur ungefähr ab und man sollte das Doppelte etwa nehmen. Die Haken sollten maximal die Hälfte der Strecke des Jigs haben, also die Hälfte der Länge. Das heißt, sie sollten maximal so tief herunterhängen. Und dementsprechend kann ich das hier schon mal vorher abschneiden. Hier binde ich jetzt den gleichen Knoten wie schon gesehen an. Wobei ich schon darauf achte, dass die Haken in einer gleichen Flucht verlaufen. So. Jetzt schaue ich mal her. Man sollte bedenken, dass hier noch ein Sprengring und ein Solid Ring auch noch dazu kommt. Und dann zieht man das Ganze wieder fest. So, der Double Assist Hook ist gebunden, aber wir müssen diese Knoten auf jeden Fall noch fixieren. Da gibt es die alte bewährte Methode. Das ist ein Schrumpfschlauch. Der Elektriker kennt sowas. Hier drüber ziehen und dann mit dem Föhn halt entsprechend drauf machen bzw. festigen. Sieht aber hässlich aus, ziemlich viel Aufwand. Und die günstigste Methode ist dann ein Tröpfchen Sekundenkleber. Ist aber nicht ganz wasserfest. Und die beste Methode, meiner Meinung nach, ist es, einen UV-Kleber zu verwenden. Der fixiert das Ganze wirklich auch hundertprozentig rutschfest und wasserfest und schützt gleichzeitig vor Bissen und Abrieb, also vor Zähnen und Abrieb. Schön gleichmäßig tränken, nicht übermäßig viel. Wenn zu viel ist, kann man gleich das auf den anderen Haken auch geben. Wichtig ist auch dabei, nicht auf die Schnur kommen. Wir wollen halt nicht die ganze Schnur festigen und eben auch unflexibel machen dadurch, sondern eben nur den Knoten. So, wie kriegen wir den UV-Kleber fest? Ganz genau, mit einer UV-Lampe.
Die gibt es in kleinem Format. Und dann kann man die Klebestelle in Sekundenschnelle festigen. Als letzter Schritt bleibt nur noch die Montage der Assistux am Jig. Dazu drehe ich die beiden Haken gegeneinander. Ich habe sie ja schon in einer Linie in einer Flucht gebunden. Drehe sie so gegeneinander. Nehme mir einen sogenannten Solid Ring. Das ist ein Ring, der eben, wie der Name schon sagt, komplett geschlossen ist. Das heißt, es ist kein Split Ring, kein Sprengring. Weil da kann es durchaus mal passieren, dass sich die Schnur dann doch selber da durchzieht. Also ich nehme hier den Solid Ring, stecke die Schlaufe der Assistux da durch und dann klappe ich sie einfach oben rüber. Es wird also nicht gebunden, geknotet. Man muss die beiden Enden nicht gleichmäßig machen, man kann sie auch, modernerweise wird es auch ein bisschen versetzt gemacht. Und zieht das Ganze dann fest. Besten auch mit der Zange. So, die Idealposition ist dann halt, dass es so aussieht. So kann zumindest in zwei Richtungen was abgedeckt werden. Oder je nachdem, ob nun mal ein Haken sich über die Schnur überschlagen hat, immer noch ein Haken dann den Fisch greifen im Maul. Um das zu montieren, ist nicht mehr viel nötig. Das kennt ja jeder. Sprengringzange. An den Kopf dran. Sprengring nochmal öffnen für den Assistook und da den Solid Ring rein. Fertig ist die Assistook-Montage. War doch gar nicht so schwer, oder? Ob man jetzt hier am Schwanz auch noch eine Assistook-Montage macht, in diesem Fall mit einem Einzelhaken oder in diesem Fall mit zwei Double Assistooks. Das hängt natürlich davon ab, wie die Hängergefahr ist. Wenn ich über Sand fische, kann man durchaus hier Double Assistooks fischen. Das hat den Vorteil, dass man, wie ich schon in einem anderen Video beschrieben habe, dass man von allen Seiten den angreifenden Fisch auch haken kann. Wenn man allerdings hier mit diesem Modell, was man mehr und schneller aufwärts fischt, angelt, kann man eher davon ausgehen, dass er auch in dieser Phase erwischt wird, der Köder. Und dementsprechend die Haken dann eingesaugt werden. In dem Fall, wenn die Fische auch extrem vorsichtig sind, dann empfiehlt sich natürlich auch, beziehungsweise an beiden Enden Haken zu montieren. Wie das so mit dem Jiggen abläuft, habt ihr schon in meinen anderen Videos gesehen und natürlich werdet ihr bald sehen, wenn ich mit diesem Jig am Wasser bin. Bis bald. Tschüss.